So, jetzt läuft. So, jetzt sind wir mit jemandem zusammengekommen, den ich unbedingt einmal kennenlernen wollte. Der wird es selber noch gar nicht wissen, aber ich habe von ihm das beste Bier getrunken, was ich je auf einer Skihütte getrunken habe. Und das war das hier. Und das habe ich in Mühlbach getrunken am Hochkönig. Und da gab es das auf einer Skihütte. Zwar sauteuer, aber da hat sich jeder Cent gelohnt gehabt. Mit wem sprechen wir denn heute? Ja, also jetzt hast du mich ordentlich überrumpelt, muss ich sagen, aber mit denen habe ich natürlich nicht gerechnet, dass ich gleich im Vorfeld so ein Riesenlob kriege. Also mein Name ist Hans-Peter Hochstaffel vom Pinzgauer Bräu, sag aber kein Mensch zu mir, ich bin der Staff, das ist mein Spitzname, so kennt mich jeder. Und ja, also ich bin immer noch fast sprachlos, weil normal rede wie ein Maschinengewehr, aber Wahnsinn in Mühlbach. Hast du es nicht gewusst, dass es auf Skihütten ausgeschenkt wird? Das war also wegen Upper Class Skihütte und die hatten nur Craft Beer am Start und dann hatten die das da stehen und ich wusste vom Alex, das ist eine super Brauerei, probier das einmal. Und dann habe ich das mir bestellt und ich war überwältigt, auch meine Frau. Okay, natürlich weiß ich, wo meine Biere hingehen zum Liefern, weil das ist ja bei uns, ich bin ja eine regionale Brauerei, das heißt, wir liefern in der regionalen, also Land Salzburg ist unser Kerngebiet, okay. Speziell der Pinzgau, also diese Skihütte, was du sagst, die liegt auch in dem Pinzgau, das ist Mühlbach am Hochkönig und das liegt auch im Pinzgau, also das ist die Skihütten da. Und ja, also immer noch. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt ein Bier aufmachen. Also. Wir können das Interview auch machen. Das ist alles gesagt. Auf keinen Fall, also nein. Nichtsdestotrotz, auf alle Fälle ist dies meine zweite Serie, wo ich in Kronenkorken abfülle. Normal bin ich ein Bügelverschluss-Junkie. Stimmt, ich habe es auf der Hütte im Bügelverschluss genau bekommen. Ich mag das ja, diese kleinen Fruchtzwerge, sage ich immer, das ist lecker. Ja, mit Sicherheit, aber eben auch für den Bier-Adventkalender eben von Kalea, von Beda, haben wir gesagt, nein, wir machen eine Geschichte, wie letztes Jahr haben wir einen Phoenix drin gehabt, dieses Rauch-Ale mit schottischem Whisky-Malz. Jetzt heuer haben wir in den Kalender in Österreich drin, mit dem Zwickel, auch in dieser wunderbaren Flasche da mit dem Kronenkorken, aber eben unser Hauptbier ist die Bügelflasche, aber speziell für den Kalender da drinnen mit einem weißen Verschluss. Ich glaube, wir kosten einmal. Genau. Gesundheit, dann sagst du mal, ob es wieder so schmeckt, dass ich auf der Skihütte. Bestimmt. Ich habe ja vorhin schon mehr eins geholt. Oh mein Gott. Ist natürlich ein prädestiniertes Flaschenbier. Durch die Flaschengärung natürlich ein wenig mehr drüber drinnen, ein wenig mehr Bodenabsatz, aber wenn man es in die Flasche füllt, steht aus Empfehlung drauf, bitte nicht aufschütteln, wie es beim gängigen Weißbier üblich ist, aber eben normal einschenken, straight und schön Schaum drauf, dann passt das, nicht aufschütteln und wenn einmal ein Brückerl Hefe reinfällt, du stirbst nicht, das Macht's Bier ist nicht kaputt, genau noch dazu, auf alle Fälle. Wenn jetzt der Kalenderbenutzer, sag ich mal, deinen Zwickel jetzt aufmacht, was erwartet ihn da, wenn er es antrinkt? Was will der Brauer, also in dem Fall du ja, ihm da mitgeben? Ja, ich hoffe, das, was du mir vor 5 Minuten gesagt hast. Du machst ein Bier auf den Skihütten, das ist ein Zwickelbier und du hast also unfassbares, geiles Bier im Mund, in der Nase, im Schlund und überall. Und wenn du dann Rülpser magst, dann hast du das Retronasale drinnen, das nur so raschelt. Ja, also das mit dem Rülpser habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, aber ich muss sagen, das trinkst du an und dieses Fruchtige und Würzige und Vollmundige und dann läuft es wie Öl runter und die Karbonisierung ist einfach perfekt. Das ist einfach das perfekte Zwickelbier für mich. Also ich trinke ja sehr gerne Zwickel, weil wir Franken haben ja diese Kellerbiere. Genau. Aber dass ihr das Beste macht, Respekt. Ja, das ist ein Zufallstreffer mit Sicherheit, ein wenig, weil ich komme ja eigentlich aus der Hobbybrauerszene und habe das Glück gehabt, eben in der besten Weißbierbrauerei Österreichs meine Ausbildung zu machen. Bin in Wien in die Schule gegangen, war mit 33 nochmal Lehrling und war 12 Jahre da in dieser Brauerei tätig und habe dann mir meine Rezepte selber erarbeitet. Das Obergärig, das Zwickel. Also untypisch ein bisschen für Österreich, also Bamberger Zwickel war ja früher auch obergärig, das habe ich mir recherchiert. Aber eben Österreich ist ein Zwickel eigentlich untergärig, aber es ist egal. In der Craft-Beer-Szene können wir radikal sein, da reißen wir alles nieder, was noch da ist. Egal, auf alle Fälle also nein. Und wenn das ist, dass du sagst, den gehen die Augen auf, der hat den Geschmack drinnen. Und
Biersommelier technisch muss ich sagen, jeder soll seinen Geschmack herausfinden, wie er ihn haben will. Das ist das Allerbeste. Also ist, die Biersommelier ist eine tolle Geschichte, aber ich brauche keinen, der was mir sagt, nach was das Bier schmecken soll. Im Antrunk, wie du sagst, mir gehen die Augen auf, es schmeckt, es rinnt unter wie Öl und dann passt es wunderbar. Genau. Und ich glaube, das ist auch das Fazit. Es passt wunderbar. Prost!